Hey Leutchens, mein Name ist Chris, wir spielen Bayer Mutant und wir waren beim letzten Mal hier in der Anlage. Lief so semi, denn ich überlege gerade, waren wir drin? Ich glaube nicht, fühlt sich nicht so an. Okay, genau, wir waren hier in der Anlage, haben bis auf die Beute alles gefunden. Ja, mehr nicht und dann machen wir jetzt noch weiter, machen wir noch die eine oder andere Mission und gucken noch so ein bisschen weiter. Das dezente Geräusch von knarzendem Metall sollte bedeuten, dass der Runterzug nicht mehr weit ist. So, ich mag die Anlagen immer nicht. Die Zonen, diesen, weiß gar nicht, von der Farbe mit zu viel, die da gerade so vorherrscht. Bei der ist es die grüne. Dann gibt es noch die Kälte. Feuerzone hatte ich gefühlt gar nicht so oft gefunden. Wie hell es jetzt ist. Ich meine, die wird es am wenigsten geben. Kommen wir hier hoch? Ah, ich habe nämlich keine Lust drum rumzulaufen. Ich glaube, wir werden da nicht drum rumkommen. Na gut. Stotzen wir den Weg und... Weil wenn wir nämlich jetzt drum rumgehen, dann können wir auch fast da einlaufen. Nee, mag er nicht. Oh. Sehr gut. Komme ich da denn überhaupt hoch? Gefühlt entferne ich mich von da. Diese Ziegelhütte wurde wohl schon geplündert. Aber keiner plündert so gut wie du. Gut, hier ist nichts. Also liegt nichts mehr rum so. Gegner? Los, fang ihn! Wo ist er? Da! Komm her! Zack, Hammer. Sehr gut. Ich möchte wieder was abschließen. Wäre gut, wenn wir alles finden. Erstmal auf das, was mehr da ist. Oder halt. Nein. Nein, das auch nicht. Hey, guter Schuss. So, haben wir das Ganze schon mal ein bisschen über hier geschaltet. Ein astreiner Treffer. Hey? Volltreffer. So, der ist weg. Auf die zwei. Okay, noch er.
Wir suchen weiter. Brauchen noch 4 Kisten. Das Licht blendet einen fast. Fürchterlich. Da geht's weiter hoch. Hier vorne. Da nix. Hier haben die Ecke geschaut. Auch nix. Da hinten ist eine Kiste. Sehr gut. 1. Da waren es nur noch 3. Da können wir hochspringen. Zwei. Ich hoffe, dass sie zählt. Ah, schade. Das ist schade. Da haben wir Sprachfehler wieder. Da finden wir ab und zu Kisten, die zählen aber nicht. Das ist ärgerlich. Ich glaube 3. Jetzt brauchen wir noch Nummer 4. Ja. Wenn ich eine Kiste wäre, wo würde ich mich verstecken? Am Straßenrand. Sagt man das so? Der Straßenrand. Ich glaube, Straßenrand ist ein Tick besser. Eine Kiste fehlt wieder. Wow. Es gibt so die Ausreise, wo mal ein paar mehr fehlen, aber in großen Grenzen ist es bei der einen oder anderen Stelle, wo eins fehlt. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich gucken soll. Oder kann. Wo es erfolgsversprechend ist. Führst du mich eigentlich hin? Es geht nichts über eine Geschichte mit einem unerwarteten Ende. Hm. Ob das hier tatsächlich so unerwartet ist? Na gut, wir gehen mal weiter und kommen, wie bei so vielen Objekten und Bereichen, gerne nochmal drauf zurück. Jetzt kommen wir hoch, dann musst du schaffen. Echt nicht? Doch. Wollte gerade sagen. Für Gummizeug findet sich immer irgendeinen Nutzen. Sehr gut. Das ist die vorletzte. Mal sehen, wo die letzte sich befindet. Ich möchte da gerne auch drauf reingehen. Die finden. Dann haben wir die erledigt. Alle freuen sich. In so einem Mammuthaus bekommt man einfach kein heißes Essen mehr. Toller Schuss. Autschi! Lebt er noch? Okay, lebt er noch. Nachts verschlingt die Dunkelheit alles. Gerade nicht mitgemacht habt. Die können immer so liegen bleiben, so nah zusammen. Sehr schön. Stelle die Schalter so ein, dass sie aufeinander abgestimmt sind. Hm.
Keil? Wo ist jetzt die letzte bescheidene Kiste? Hier waren wir drin. Nein, hier waren wir nicht drin. Sehr schön. Mal wieder eins beendet, das ist gut. Fühlt sich so teuer an. Wir gucken mal rein. Alles da drüben. Dann gehen wir weiter nach hier. Da gibt es eine Tafel, die holen wir uns. Ja, und freuen uns. Wenn wir die geholt haben. Da ist wieder er. Er ist unser weiser alter Mann. Brauchen wir aber nicht finden, denn den haben wir schon mehr als viermal gesehen. Und mehr kann uns nicht beibringen. Er zeigt uns die Erinnerung aus der Kindheit und der mussten wir uns stellen. Wir mussten uns unseren Peinigerin stellen, aber naja. Einmal lief es ganz gut. Die Plage, die das Land vernichtet, muss aufgehalten werden. Und das andere Mal so völlig überfordert. Schade. Nun gut. Aufgepasst! Dort liegt die Luftschiffstation, wo die berüchtigte Lobo haust. Diese Tafel ist das reinste Chaos. All diese Hoffnungen verloren und längst vergessen. Bestimmt findest du hier Lobo, die an ihrem Möwschiff schraubt. Die Passagiere bestiegen und verließen hier früher Luftschiffe, bis der Smog irgendwann zu dicht wurde. Nicht jeder konnte es sich leisten, aber wenn man erst einmal auf einem Luftschiff ist, kann man quasi überall hin. Wenn du dich gut umsiehst, stößt du vielleicht auf eine neue Spur und womöglich lernst du sogar was. Vielleicht finden wir was, was wir benötigen, brauchen. Kommt noch ein Gegner? Oder in dem Fall Opfer. Genuklear. Sehr gut. Dann gucken wir uns hier ein bisschen um. Ich wollte eigentlich das Tagwort, aber ungünstigerweise habe ich es vergessen. Mal sehen. Mal sehen. Ist nichts. Dort ist auch nichts. Gefühlt ist hier überhaupt gar nichts. Mal sehen, was du hier bist. Okay, dann können wir auch hier rein. Dieser Ort scheint voller Äste zu sein. Lama, Parib. Loops ist keine einfache Sprache, aber Lobo ist voller Tatendrang und freut sich, dich zu sehen. Vielleicht erinnerst du dich an sie. In den alten Tagen hat sie dich in ihrem Möwschiff den Wind reiten lassen. Du warst als Kind so aufrichtig. Selbst jetzt kann sie das immer noch von hier aus spüren. Sie kann spüren, dass du noch nicht deine gesamte Geschichte aufgearbeitet hast oder zumindest deine eigene Rolle darin. Du sollst wissen, dass Freunde Teile deiner Geschichte ergänzen und dir helfen können, ihre Bedeutung zu verstehen. Du bist aus einem bestimmten Grund gegangen und sie nimmt an, du bist deswegen auch wieder zurück. Du willst Rache an Lupalupin. Lobo sagt, Erinnerungen sind deine persönliche Geschichte. Man filtert sie nicht danach, wer man mal war, sondern danach, wer man jetzt ist. Sie weiß, dass du zurück bist, um es mit Lupalupin aufzunehmen. Deine Geschichte prallt auf deine Gegenwart und schmiedet damit deine Zukunft. Sie ist gerührt, weil dir diese Katastrophe die Luft geraubt hat. Du dich aber nicht davon hast stoppen lassen. Du hast Atem geschöpft und bist wieder aufgestanden.
Dukupa. Es ist wichtig, dass deine Geschichte nicht all deine Handlungen bestimmt. Sie schlägt vor, Dukupa. Das überrascht Lobo. Sie selbst würde so ein Unrecht nie verzeihen. Lama digo, de Bertoka. Lobo sagt, dem Möwschiff ist die Puste ausgegangen. Jetzt braucht sie eine neue Büchse Schubgas, damit es wieder in den Himmel aufsteigen kann. Irgendwo da draußen gibt es einen Frankenhund aus der vergangenen Zeit. Solche Mecha-Hunde werden mit Gas betrieben. Wenn du den Frankenhund findest und zu ihr bringst, kann sie etwas Gas aus seinem Behälter nehmen und damit das Möwschiff aufblähen. Sie ist nicht überrascht. Es ist ein merkwürdiger Name, besonders für einen Mecha-Hund. Aber angeblich war sein Erfinder ein kläffender Irrer. Okay. So, wo sollen jetzt hier die Kisten sein? Oh. Hier? Nee. Wenn sich eine Geschichte zeigt, dann hör ihr zu. Okay, wo wollen wir hin? Ah, dahin. Ja, können wir uns da mal schnell hinreisen. Wie halt? Der vollständige Zahl möchte ich das kurz hier erledigen. Das wäre die letzte Kiste, glaube ich. Deswegen gehen wir diese mal nach. Genau danach hast du gesucht. Du kannst keine Spuren in der Luft hinterlassen, selbst nicht in so dichtem Smog. Ironischerweise wird sie bereits sauberer. Doch das wird nur andauern, solange der Baum des Lebens steht. Du weißt zwar schon mehr über die Welt, doch ab hier ist nicht einmal mehr der Himmel eine Grenze. Sehr gut. Hallo, ihr. Boom. Hart erwischt. Oh, Gottes Willen. Hey. Die Angst stehen zwar wieder weg, aber auch nur. Lass dich fallen. Jetzt habe ich aber gerade geschwitzt. Pass auf, dass sich nichts anschleicht. Wow. So knapp war es schon lange nicht mehr. Bitte ziehe. Hier ist noch was, ich weiß gar nicht, ob das. Schade. Sehr gut. Ah, oh, putzig. Ah, hier. Sehr gut. Können wir rausgehen, uns freuen, riesig.
Und mal dahin reisen, wo wir hin wollten. Und bin gespannt, was wir da vorfinden werden. Ich gehe aber erstmal raus aus der. Was warst du eigentlich? Na, ist ja auch egal. Oder? Ah, Bunker. Und wir möchten gerne hierhin. Dazu reisen wir nach dort. Springen übers Wasser, holen das Zeug und gehen wieder zurück. Stimmt. Dui. Sehr gut. Da waren wir noch nicht. Deswegen versuchen wir mal einen Weg zu finden. Ach, das ist wieder nicht so. Na gut, weil wir es können. Wer bist du hier? Guter Schuss. Hey. Oh. Okay, so geht's auch. Wir schnappen ihn mal. Los, fang ihn. Wie schön es ist, am Leben zu sein. Nicht kaputt hauen. Wo, wie komme ich jetzt hier hoch? Da waren wir auch schon mal. Das war auch sehr, naja, nicht sehr erfolgsversprechend. Was bist du? Wenn das so groß ist, muss der Gegner etwas größer sein. Ich sehe ihn aber nicht. Das muss ja nicht heißen, dass er nicht da ist. Okay, er ist doch nicht da. Dann gehen wir einfach weiter. Ganz ehrlich, dieses Gebäude kommt mir nicht vor wie eine Hundehütte. Aber trotzdem ist es das. Okay. So, will ich hier aussteigen? Wir machen es mal, aber hier gibt es nichts. Okay, weiter hoch kommen wir auch nicht. Deswegen war der Ausstieg doch ganz gut. Auch nichts. Gesperrt, wir gehen. Ja, wir gehen weiter. Die Kabel in der richtigen Reihenfolge wieder einstecken. Könnte immer so laufen. Beim letzten war ich total überfordert. Schön. In dieser Anordnung sollte genug elektrischer Strom durch die Platine fließen. Zack, das immer. Sehr gut, auch abgeschlossen. Und dann holen wir das, was wir benötigen. Schick. Okay. Das machen wir das nächste Mal. Ich bedanke mich für euch fürs Zusehen und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.